schön rein, ne? Okay, genau. Also nochmal von vorne. Ich stand hier und sagte sowas wie, ich komme gar nicht durch diese Tür. Genau. Also Leute, ganz kurz Erklärung, der Server ist gerade abgestürzt irgendwie. Nitrado hat uns rausgeschmissen. Der böse Dämon Nitrado, ne? Immer wieder macht er solche Sachen mit uns. Aber wir lassen uns davon nicht schocken. Und jetzt gehe ich endlich in meine bayerische Villa. Genau. Bürgermeister Villa. Ich bin ganz aufgeregt. Und jetzt geht auch die Tür auf. Irgendwie ging die Tür nämlich nicht auf. Jetzt geht's auf. Genau, und dann sind wir jetzt in der kleinen Küche. Ist natürlich relativ bescheiden, weil hier unten ist das Gebäude sehr klein. Ja. Oben ist es dann größer. Es wird nach oben und immer Dach größer. Ist es, auch wieder normal groß. Okay. Der Keller ist eigentlich das, was am größten geworden ist. Ja. Einfach weil ich da am meisten Platz hatte. Der ist dann hinter dem Herd. Uhu. Der Keller hinter dem Herd. Na, das ist ganz gut, dass der Keller so klein ist oder die Küche so klein ist, wollte ich sagen. Denn Else kocht gar nicht so gerne, die geht lieber essen. Ja, das ist ja klar. Na, die schmeißt höchstens mal so ein so ein gefrorenes Hähnchen in den Backofen. Oh, da wird sie sich freuen. Ich dachte mir, das muss schon sein. Also hier so eine kleine, und das ist nämlich hier mit Holzböden. Ja. Im Wasser mit den Holzböden. Und unten drunter sind nämlich irgendwelche warmen Quellen. Deswegen konnte ich das hier überhaupt auch machen. Ja, es ist doch total warm, das Wasser. Ja, und deswegen hat man hier auch so gut mit Redstone-Beleuchtung dann arbeiten können. Ja. Und über die überträgt sich dann nämlich so ein bisschen die Wärme. Ja, aber ich merke, es ist total warm. Else wird das freuen, weil die hat immer kalte Füße. Immer. Also immer. Das ist so spitze. Und dann, wenn sie da so 3 Stunden drin sitzt, ist das Wasser kalt. Klasse. Ja. Nee, dann ist das genau das Richtige für sie. Ich höre mal einen Zombie. Ich hoffe, der ist nicht irgendwie ein Hauszombie oder sowas. Das wäre unschön. Unschön, ne? Ah, schön. Das ist jetzt hier der. Ah. Das ist dann der Schlafraum. Ja. Ne? Hier mit Baldachin auch für das Bett. Und oh, der ist stark. Der gefällt mir. Ja, es war, sag ich jetzt mal, von den Platzverhältnissen her eine nicht ganz so leichte Konstruktion. Ja, das glaube ich. Aber das ist richtig schön. Also man sieht, dass es so ein Baldachin sein soll. Und ja, da wird sich, das ist schön. Gefällt mir sehr gut. Auch mit den ganzen Pflanzen hier. Ich habe ja in Hunsgrab in den ganzen Häusern kaum Pflanzen. Obwohl es ja Blumentöpfe gibt und diese total tollen Pflanzen. Trotzdem habe ich fast nirgends Pflanzen stehen. Und da verspreche ich jetzt schon mal, dass ich da in nächster Zeit mal öfter mal Pflanzen aufstellen werde. Ja, ist doch fürs Raumklima auch viel schöner, ne? Ja. Mein Schreibtisch? Ja, und hier dein Arbeitsschreibtisch. Ja. Falls du mal irgendwie Briefe nach Hunsgrab verschicken willst, Zack. Wenn du hier bist. Genau, da kannst du das residieren mit Blick auf einen Mini-Baum. Ja. Ne? Alles schön grün, das gefällt mir gut. Genau. Dann hat man immer, fühlt man sich wie in der Natur. Obwohl man eigentlich am Schreibtisch sitzt und arbeitet. Genau. Nee, also man hat auch wirklich einen schönen Ausblick von, also gerade von, wo war das denn? Von hier unten, glaube ich, war das. Wo du dann hier bei dem Fenster richtig schön auf die Felder. Fläche guckst. Sehr schön. Ja. Genau, also es ist natürlich nicht gigantisch groß und dieser Zombie ist wirklich hier. Hier meine ganzen Lieblingsbücher. Ja, das ist. Die Bibliothek ist natürlich nicht riesig, aber für so ein kleines Haus ist sie ganz ordentlich. Ein Haus ohne Bücher ist kein Haus. Nee, das stimmt. So. Und raus hier. Ist dieser olle Zombie, also hören tue ich ihn ja nicht. Ja, ich höre den auch die ganze Zeit. Vielleicht hier irgendwo in der Nachbarschaft, ich hoffe mal nicht. Ja. Ich schätze in einem Haus. Ist ja ein bisschen tragisch, dass Else gar nicht da ist und ich wollte ihr das so gern zeigen, hier alles. Aber vielleicht war sie ja schon da. Oh. Ach da. Guten Tag. Der hat ein Ei gehabt. Ja. Was zum Teufel soll er mit diesem Ei, ne? Ja. Und hier sind die schönen großen Felder vom Bocksprung. Aber Else ist wirklich schon gegangen, ne? Ich weiß es nicht anscheinend. Du hast, die Bürger hier halten sich sowieso sehr zurück. Kann das sein, dass es nur noch die beiden sind da in dem einen Haus? Das wäre ziemlich tragisch, aber. Ja. Ist das möglich? ich hatte ja mal viel mehr. Ich meine, ich hatte ja mal. Hier war alles voll, ja. Ja. Aber das kann doch nicht sein. Hallo Leute. Ich meine, wo ist Sheila hin? Die schöne, holde, blonde Maid hier. Ja, das ist sie nicht. Das ist Tim und der andere. Ja, das nicht Sheila ist. Das habe ich gerade noch erkennen können. Ja. Aber ich meine, sitzen die alle auf dem Klo oder. Das kann sein, dass die alle einfach auf Toilette sind. Na? Oder die zeigen Else vielleicht die Umgebung. Ne? Kann auch sein. Nee, ich weiß auch nicht. Oder sie sind sich alle hier
ein Humpen eben gegangen im Ratskeller. Aber ah, ja, gehen wir mal in den Ratskeller. Auch kein Mensch. Ah, tolles Bild hier, du mit dem Drachen. Ja. Cool. Ja, das ist schön, ne? Das sagt sozusagen aus, dass es eine freie Kneipe ist, weil die Drachenköpfe nach außen zeigen. Ha, genial. Aber wieso, also das finde ich jetzt schon traurig. Wo sind mit den Bürgern? Dorfbewohner hin, ja. Oh ja, vielleicht sind die auch in Urlaub. Ich bin ja auch im Urlaub gerade, bei dir hier. Wollen wir es hoffen. Aber hier im Rathaus müssen welche sein. Ja, dann schauen wir mal. Ja, sind aber nicht. Auch nicht? Aber die coole Flagge ist hier. Hihi. Hihi. Ah, natürlich. Auch was Schönes. Ja, das ist hier, für alle, die es noch nicht wissen, das ist die Flagge vom Bocksprung. Hier die braun-grüne mit den beiden Schafen. Genau. Das ist Schlangenstein, das ist die Flagge vom Städtebund, Hunsgrab, Hexenwacht, der Quallenkopf und das Wappen des Baumeisters Nico B. Ja. Genau. Und hier gibt es einen großen Konferenztisch. Mhm. Auch alles mit Blumen geschmückt, natürlich. Ja. Wenn auch selten genutzt. Ja, das ist eigentlich fast peinlich. Ich habe dir Blumen mitgebracht. Warte mal. Und ich wollte dir was zeigen eigentlich mit diesen Blumen. Und zwar für deine Schafzucht im Grunde. Mhm. Also ich habe Blumen mitgebracht. Das ist erstmal die erste Aussage. Passt mal auf. Ich mache das mal so. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Das wurde bei mir in der Community geschrieben, dass es funktioniert. Wenn du zwei hohe Blumen hast, wie zum Beispiel Rosen, ne? Ja. Oder die Dinger, oder ja, die Dinger, und da Knochenmehl drauf schmeißt, dann droppen die neue Blumen. Ich gebe dir mal das Knochenmehl. Warte mal, doch hier. Echt? Mach das mal. Oh, das war ein Schwert. Ist es deins? Das hab ich gleich wieder weggebracht. Also, Moment, gleich bin ich fertig. Okay, das war's. Ah, jetzt musst du das mal auf die Blumen anwenden, als wenn er die. Das Lied ist gerade total laut. Oh Gott. Siehst du? Guck einer an. Und da wollte ich dir das schenken, diese Information mit den Blumen, damit du dann Farbe daraus machen kannst. Super. Das heißt, du kannst dir mit Knochenmehl unendlich alle Farben machen, also zumindest diese drei erstmal. Und es geht mit. Es gibt ja noch Flieder, ne? Ja. Es gibt ja auch noch so eine große blaue Blume, glaube ich. Genau, die habe ich aber leider nicht dabei. Ja, genau, also ich glaube, die ist dann, muss ich mal schauen, ob Baumeister Nico B. da noch irgendeine. Ich setze sie einfach mal hier so hin, ganz unverblümt. Und dann kannst du hier dann Farben züchten oder du kannst sie dir nochmal umsetzen und vielleicht so eine kleine Farbzucht irgendwo hinmachen. Mhm. Ja, ist eigentlich ganz praktisch. Wie kann ich denn hier neue Bürger ansiedeln, du, weißt du das? Du musst ja, für die letzten, die noch da sind, musst du eine neue Behausung machen, die dann annehmen. Hm. Das heißt, ein Haus mit möglichst vielen Türen. Okay. Also für die beiden hier sozusagen. Oder du baust in dieses Haus noch ein paar zusätzliche Türen ein. Das würde natürlich auch gehen. Das wäre natürlich jetzt irgendwie leichter. Ja, wahrscheinlich. Also da einfach in das bestehende Haus. Mach ich mal schnell. Die beiden wollen sich ja vermehren. Man sieht ja mal, dass die so Herzen füreinander, ein Herz füreinander haben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier noch Türen reinmachen würdest, ich weiß nicht, könnt ihr da auch helfen, obwohl ich ja eigentlich Urlaub habe. Das wäre toll. Ja, gut. Dass wir hier mal wieder die Population so ein bisschen hoch. Ja, jetzt muss ja. Ich ja nicht da. Hab das gar nicht gesehen. Da müssen wir aber die Fenster hier rausreißen. Lecker mit Hack. Okay, das reißen wir die raus. Muss sein. Okay. So, Fenster raus. Hier ist, Jetzt gleich die Türen rein. Ja, genau. Und auf die Tür muss die Sonne scheinen. Das ist wohl irgendwie wichtig. Warum auch immer. Okay, machen wir den mal so mal weg. Mit der Axt geht das ja auch ganz gut. Und hier machen wir es einfach damit. So, zack. Vielleicht solltest du hier unten dann... Warte mal. Ja, sollte die Tür dann in die andere Richtung? Ja, das ist so eine Frage. Das ist echt. Ich würde die lieber nach außen machen, die Türen, ja. Schon, ne? Ja. Weil nicht, dass wir dann, dass es dann heißt, nee, so ein Einfall ist ja nicht, ja, weil. Lieber so. So, und hier mache ich auch nochmal so einen Klops rein. Zack. Und hier müsste noch eine Tür rein. Hast noch eine da gerade auf Tasche? Jo. So, das müsste eigentlich funktionieren. Und guck mal, oh, Entschuldigung, habe ich die Tür von der Nase zugeknallt. Und schon machen die beiden wieder, sind die beiden wieder sehr verliebt ineinander. Ein Herz und eine Seele. Ja. Ja, dann
Macht mal was draus. Macht mal was draus, Leute. Wir warten so lange. Ich hoffe, das stört euch nicht. Nee. Ja, die stehen da so in der Ecke. Ich glaube, die sind hier... ja, weiß ich auch nicht. Ich bin... Ja, oder es liegt daran, dass es Nacht wird, ne? Da ist natürlich mit Sonne ein bisschen doof. Ja. Gehen wir erstmal pennen. Ja, nicht, dass jetzt die letzten beiden noch... Die letzten beiden Bürger auch noch sterben. Ich habe mein Bett dabei. Ich suche jetzt, glaube ich, mal schnell eine Stelle. Bin die ganze Zeit nur am Husten. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ja, das... Ist die, wahrscheinlich die gesunde Luft. Die bin ich nicht gewohnt. Die gesunde Luft von... Ja, das von, ist ja. Immer so ein bisschen problematisch. Wieso habe ich denn hier kein Bett? Ich liege dann ich schon. Ich natürlich meine Betten immer so wahnsinnig toll platziere, dass ich immer erst stundenlang hinlaufen muss. Dann muss die Population natürlich sinken, ne? So, schauen wir mal, ob die beiden irgendwas auf die Kette gekriegt haben. Na, Leute, wie war die Nacht? Der eine steht jetzt hier hinten. Oh, der geht schon mal raus. Und du bleibst hier stehen, das war wa? Eigentlich nicht jetzt. Nee, das war nicht so der Plan, das stimmt. Ah, warte mal, wir kriegen das hin. Wir müssen hier vielleicht die mal ein bisschen die Inneneinrichtung kaputt schlagen. Ist das in Ordnung? Ja. Okay. Und weg damit. So, guck mal, wir machen es euch total angenehm. Das können wir, glaube ich, stehen lassen hier. Ah, oder? Kannst ja hinterher neu einrichten, sobald es wieder neue Burger gibt. So. Ist jetzt sehr spartanisch. Tja, Hier könnten noch ein paar Fackeln rein. Wo der andere ist, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, wenn... Hat sich bestimmt ein anderes Haus gesucht oder so. Kann sein, aber das wäre nicht, so schön. Ja, der ist hier drüben. Ist jetzt der Metzger? Ach, der... Ah, der ist im Schlachtbereich. Ah, okay. Im Schlachtbereich. Okay, das ist jetzt dein Haus, Tim? Komm her, ich schieb dich mal zurück. Wo ist denn der andere? Papp. Da lang. Ach, der ist jetzt raus, oder was? Der ist jetzt auch rausgegangen? Das gibt's ja nicht. Ja, lass sie ruhig. Lass sie ruhig rein und rausgehen. Es kann aber sein, dass es hier... Hier ist bestimmt zu niedrig. Hier können sie springen. Hier geht's. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir lassen das mal so mit den ganzen Türen. Das wird klappen. Glaub mir. Okay. Hier ist nämlich der andere. Und der wird nachts reingehen und dann geht aber die Luzi ab. Kannst du glauben. Na, Gott sei Dank. guck mal hier. Jetzt. Kinder, wie sie es wollten. Na, hier, mach... der ist doch ein netter, der Tim. Geh mal rüber. Und guck mal, jetzt. Und? Ja. Gebt euch Mühe. Ja, das geht schon. Dorfbewohner. Ah, irgendwie schafft... So, Spawn. Die schämen sich natürlich auch ein bisschen. Ich bin mal irgendwie ein bisschen. Ja, Spawn, mach mal. Also, sie mögen sich schon, ne? Krumpeloma. Hast du fein gemacht, Tim. Und hat's wehgetan? Ich hoffe nicht. So ein schönes Kind. Oh, ein so schönes Kind. Naja, also beim zweiten Mal wird's ein Mädchen, ja? Ja. Also hier brauchen auch ein paar Mädchen. Ach, gucke mal. Ach, Mensch, klasse. Und auf dem Rücken gleich ein Creeper-Symbol. Ja, bei dir. Also bei mir ist es eine alte, krumpelige Oma. Und, echt? Bei mir ist ja. Das so ein Priestertyp. Ah, okay, alles klar. Ja, ach guck mal, die ist noch ganz langsam, weil sie gerade auf die Welt geschlüpft ist, aus Tim. Ja, kann ich, also bei der, und guck mal, wie er guckt. Kann ich dich doch mit Knochenmehl groß machen. Mensch, Tim, oder? Da hast du endlich mal was zustande gekriegt, ein Kind. Mensch, diese Verantwortung. Ja. Ah, die wird mach weiter so. Ja. Mach weiter so. Du bist echt ein Guter, kann man nicht anders sagen. Und der andere Typ, der hat dich jetzt gerade verlassen, aber es wird schon, ne? Du hast ne? ja jetzt den Kleinen. Ja. Ah, jetzt lass mal in Ruhe. Wichtig ist halt, dass du immer nachts schläfst, ne? Weil sonst kommen Zombies, fressen die auf, beißen die Köpfe ab und sowas. Ja, naja. Aber ich höre schon wieder Türen klappen. Dass meine Maid Sheila wahrscheinlich, ja, nicht mal mehr shield. Sie sind eine Ex-Sheila. Ja. Ja. Aber vielleicht kommt die ja bald wieder, ne? Wenn das jetzt hier richtig abgeht. Wenn die erstmal die Häuser für sich entdecken. Es ist wohl immer so, dass ein Dorfbewohner dann sich zu einem Haus hingezogen fühlt. Und zwar habe ich jetzt neulich erst gelesen in einem Fachmagazin, Bürgermeister Populationsfachmagazin, dass die Bürger sich tatsächlich nur zu der Tür hingezogen fühlen. Klasse. Ja, ein Haus aus Türen bestehend wäre also demnach das ein absoluter Traum. Größte. Ja, ein absoluter Traum für die. Und jo. Ja, das lieber Dune. Meine Else scheint ja nicht hier zu sein. Nee. Was hältst du davon, wenn wir mal
es ist ja so, du weißt ja, wir haben ja das Schlachtfeld, unser Heerlager, und das müssten wir eigentlich mal mit Wolle beliefern. Oh ja, das könnten wir eigentlich mal machen. Dann lass doch erstmal zu der Weide gehen. Ja. Dann holen wir noch ein bisschen Wolle ab und können aber auch noch die von hier mitnehmen. Ich glaube nicht, hier müsste noch. Aber vorher noch eine Frage an dich. Hast du einen Zaubertisch? Ich habe einen Zaubertisch. Ich habe ihn bloß momentan noch nirgends platziert. Ach so. Weil ich noch keinen Raum mit Büchern hatte. Jetzt haben wir natürlich bei Nico B. Ja. Einen Raum, wo wahnsinnig viele Bücher werden, oben in der Bücherei. Dann könnten wir den ja theoretisch jetzt vorerst, bevor der Zauberturm eingerichtet ist, dort reinstellen. Jetzt muss ich bloß gucken, in der Wertsache. Ich pack mal den ganzen Kram, den ich jetzt hier von dir weggehauen habe, den pack ich jetzt mal in irgendeine Kiste. Ich habe ja im Bürgermeisterschlafzimmer, da habe ich sozusagen all die wirklichen wertvollen Sachen gelagert. Da sind auch noch die Bezahlungsdiamanten von Nico B., die hat er noch gar nicht abgeholt. Ah ja. Sehe ich gerade, Feuerschutz 2 habe ich da noch, einen Explosionsschutz. Und hier ist auch der Zaubertisch. Wo bist du gerade jetzt? Im oberen Stockwerk des Rathauses. Okay, ich komme. Ich komme gerade wieder entgegen. Ja. Ah, den hast du gerade eingesammelt, den Zaubertisch. Genau, den habe ich jetzt bei mir. Okay. Und dann gehen wir jetzt einfach zur Universität, gehen dann da hoch. Hallo. Weil ich hatte mich gerade so 33 Level. Hallo, na, alles gut bei dir? Geht in die Kneipe. Der junge Vater geht eben sofort in die Kneipe. Also nach dem Erlebnis würde ich auch erstmal in Heben gehen. Ja. Aber es war eben richtig stark, wir haben mal eine Live-Geburt sozusagen hier erlebt. Mensch. Ja, die Universität. Das Problem ist, Moment. Mein altes Türmproblem natürlich einmal. Aber ist gelungen. Universität, gut. Universität ist mal ein guter Platz für einen Zaubertisch auf jeden Fall. Ja, zumindest jetzt provisorisch erstmal auf jeden Fall machbar. Ah ja. So, ja, jetzt hier einfach irgendwo hin, ne? Ja, und dann mal. Ja, ist alles nicht so geeignet gerade. Ja, genau, das ist alles nicht so. Nee. Ach, pass auf, ich würde sagen, dann mache ich das lieber in Hundsgrab. Weil, wenn du den jetzt hier platzierst, kannst du ja mal machen, spaßeshalber. Genau. Und dann schauen wir mal, ob ich da überhaupt was mit verzaubern könnte, theoretisch. Sagen wir mal, ich will jetzt, Ja, über 13 Level könnte ich verzaubern. 13 Level? Ja. Nö, da macht das ein Hundsgrab, ist doch kein Problem. Ich bin ja im Urlaub hier, brauche ich auch nichts verzaubern. Ich mach das mal mit der... Ach, die Pferderüstung geht nicht. Nö, dann habe ich jetzt... Schade, ne, dass man Pferderüstung nicht verzaubern kann. Ja. Wäre doch was. Habe ich eigentlich meine... Oh, meine Rüstung ist gar nicht verzaubert. Aber... Ja, nee, also Diamanten habe ich ja jetzt theoretisch unterm Strich keine mehr. Das heißt, das werde ich mal machen. Ja. Weil, ja, das mache ich jetzt mal. Guck mal, so sieht der Nico nackt aus. Nico sagt schon, der Dune. Ja, das ist so die der Schlafanzug, ne? Bürgermeister-Uniform. Dreh dich mal um. Zack. Ah, sehr schick. Ja. Na, könnt ihr mal sehen. Habe ich auch lange überlegt. Du musst dir mal einen Bart schneiden. Ich überlege immer noch, ob ich mal... Ja, aber das ist, ich habe immer nur diese großen Schafsscheren. Ach so, ja. Und was anderes machen die hier ja auch nicht. Ja, aber in Borgsprong gibt es doch die besten Scheren überhaupt, habe ich immer gehört. Ja, das stimmt, aber die sind alle so gigantisch groß. Ach so. Ich habe immer Angst, dass ich mir da zu viel absehe. Also schon sauscharf, aber auch riesig groß. Ja. Ja, nee, hinter ist das Ohr ab und dann siehst du aus wie ein berühmter Rennfahrer und das wollen wir ja auch nicht. Nee, das muss nicht sein. Und? Was verzaubert? Ja, und zwar habe ich Schutz 2, Explosionsschutz 2 und Schutz 2 auf die Rüstung, ja. Oh, das ist gar nicht schlecht. Das für mich für 13, ja. Cool. Ich habe nämlich auch in den Höhlen hier um Bocksprung habe ich ganz viele Diamanten gefunden. Und ich habe eine Stelle entdeckt, die so spektakulär ist, dass wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich dir die vielleicht sogar irgendwann mal zeigen. Oh ja, sehr gerne. Womit wollen wir anfangen? Mit der Höhle oder mit den Schafen? Es ist keine Höhle, es ist eigentlich eher so ein Schwimmbad. Das Problem ist, dass wir es wahrscheinlich nicht finden werden. Aber das musst du unbedingt mal gucken. Das ist ein natürliches Phänomen. Hier in, ich glaube in nördlicher Richtung, hatte ich gesagt, vom Bocksprung. Da liegt das. Das musst du unbedingt mal mit deinen Zuschauern dann mal aufsuchen.